Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ja, wie ihr seht, ich bin nicht in Bayern, ich bin in meiner Heimat und zwar im wunderschönen Nordsachsen. Ich könnte jetzt auch ein bisschen auf Sächsisch weiterreden, das kann ich nämlich noch, aber da wird mich überhaupt keiner mehr verstehen. Also zurück zum Hochdeutsch. Wir sind hier in Nordsachsen und zwar 120 Meter über Normalnull, also richtig Flachland. Die Böden sind hier geprägt von Sandböden und Quarz-Porphyrböden. Wir haben hier meistens Baumbestand von Eichen, von Buchen, viele Birken und Kiefernforsten. Ich habe mir die Regenmengen angeschaut von den letzten Wochen, das heißt von Anfang September an. Da hat es hier ungefähr 20 Liter geregnet. Also ich erwarte mir nicht wirklich viel davon, aber traditionell ist Ende September, Anfang Oktober immer der Elternurlaub. Und da habe ich das Pilzesuchen auch gelernt, von meiner Oma vor allen Dingen und natürlich auch von meinem Papa und von meiner Mama. Und ich würde euch einfach gern ein Stückchen wieder mitnehmen. Okay. Hier seht ihr jetzt typischen Baumbestand. Wir sind hier im rechts Kiefernforst und links eher Birkenwäldchen mit eingestreuten Kiefern. Und vor allen Dingen haben wir hier Sandboden. Ja, hier zeigt sich schon mal frisches Wachstum vom grünblättrigen Schwefelkopf. Da nehme ich dann mal einen raus, dann zeige ich euch mal die Unterseite, die Lamellen. Die sind nämlich so richtig giftgrün. Ich hoffe, dass die Kamera das so hinkriegt. Ist immer ein bisschen schwierig mit der Kamera hier. Ja, aber man sieht schon. Auch die Kartoffelbürste zeigen hier ein frisches Wachstum. Da schaut mal, das schaut doch echt toll aus. Da an dieser alten Birke wachsen überall wunderschöne Zunderschwämme dran. Ja, hier sieht man unten nochmal diese Poren. Und das geht bis ganz nach oben. Ja, trotz der großen Trockenheit zeigt sich jetzt auch eine Birkenrotkappe. Und was für ein schönes Exemplar. Wahnsinn. Und daneben, da ist wieder ein gelber Knollenblätterpilz. Die Birkenpilze lassen sich ja auch blicken. Der ist schon ein bisschen alt, den lasse ich natürlich stehen. Ja, man sieht diesen schönen Stiel, aber der ist zu alt, der darf stehen bleiben. Und der nächste, der ist auch schon zu weit, das ist ganz, ganz schade. Der bleibt da, das ist nichts mehr. Hier ist noch ein wunderschönes junges Exemplar, das kommt mit in den Korb hinein. Der hier schaut noch richtig gut aus. Und schaut mal dieses wunderschöne Heidekraut an. Das ist doch wunderschön. Ja, an so einem alten Totholzstamm von der Birke wächst typischerweise ein Birkenporling. Die fangen so im August, September mit frischem Wachstum an und der hier ist auch ganz, ganz frisch. Auch hier liegt wieder Totholz von der Birke und auch hier frisches Wachstum vom Birkenpolling. Ja, die sind einjährig und die wachsen jetzt schön. Das sieht man, die sind ganz jung und frisch. Das sieht man auch ganz unten jetzt unter den Poren, die sind ganz rein weiß. Ja, das ist ein Vitalpilz. Da kann man so Essenzen draus ziehen, so Tee kann man draus machen. Habe ich noch nie gemacht, soll recht bitter sein. Vielleicht probiere ich das mal.
Auch die Fliegenpilze zeigen frisches, junges Wachstum. Da hat noch seine ganzen Velumreste drauf von der Gesamthülle. Ja, wunderschön. Ja, hier der nächste Kandidat. Auch ganz frisches Wachstum. Sehr, sehr schön. Ja, der hier hat schon seine typischen Punkte ein bisschen verloren. Da sieht man die nur noch am Rand. Aber ein wunderschönes Exemplar vom Fliegenpilz. Auch hier nochmal ein wunderschöner Birkenpilz, aber der bleibt da, der ist schon ein bisschen alt. Jetzt habe ich etwas Wunderschönes hier gefunden, und zwar ist das ein Erstfund für mich. Und zwar ist es eine Zinnobertramete. Die wächst hier an diesen Birkenstämmen, eine relativ große Anzahl sogar. Man sieht sogar richtig frisches Wachstum hier, so ganz kleine, die so rauskommen. Ja, wunderschön, man sieht diese wunderschöne zinnoberrote Farbe, so richtig leuchtend ist die. Ja, und den nehme ich mal raus. Ja, da fasst die so richtig quirkig und zäh an. Dann schauen wir uns mal die Unterseite an und dann sieht man diese wunderschönen roten Poren. Hier haben wir jetzt eine wunderschöne Koralle. Welche das ist, kann ich nicht bestimmen, bräuchte ich jetzt ein Mikroskop. Und hier an diesem alten Kiefernstamm ist eine wunderschöne gelbe Lohblüte. Ja, das war gerade mein Papa, der hat sich jetzt so über den Fund gefreut. Und zwar ist es ein violettstieliger Pfirsichtäubling. Ja, der fässt sich so ein bisschen speckig an, wenn man den anfasst, und hat diesen lila überhauchten Stiel. Wir sind jetzt am Ende der Tour. Ich wollte euch noch mal einen anderen Waldabschnitt hier zeigen. Hier steht alles voll ganz, ganz alter Buchen, alter Eichen, ein paar eingestreuten Kiefern. Ja, hier ist ganz, ganz viel kaputt gegangen. Wir hatten in den letzten Jahren hier eine extreme Trockenheit. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst mir doch bitte einen Daumen hoch da. Über ein Abo oder über einen Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Und dann sehen wir uns bald wieder im Wald. Tschüss!